Willkommen zurück zu Monster Hunter Rise. Mit mir dabei ist der Drechsel und der Banzai. Hello. Und wir machen weiter mit Jägerrang Stufe 2 Quest, oder? Genau, die haben wir letztes Mal erreicht, hier im Hub. Genau, und ich denke mal, Drechsel wild aus. Ja, wie immer. Fallen stimmt eigentlich, den letzten hast du ausgewählt, ne? Ich weiß es gerade nicht. So, was folgt denn hier als nächstes? Der Pukai Pukai, eins unserer Lieblingsmonster, ist mit Monster Hunter World auch erst dazugekommen. Echt? Dann kennst du das wahrscheinlich gar nicht so gut, ne? Ich habe ihn jetzt ein paar Mal gemacht, aber ich kenne tatsächlich, doch, der Pukai Pukai gab es doch schon öfter. Oder? Ja? Bin der Meinung, den gab es schon öfter. Also, ich habe ja noch Generations Ultimate gespielt, da waren ja super viele Monster drin und Monster Hunter Tri Ultimate. Mhm. Da kam der Pukai Pukai nicht vor, also für mich war der neu in Monster Hunter also World, meine ich. Also Ultimate kam er nicht vor, tatsächlich. Und in Generations Ultimate auch nicht. Sicher? Relativ. Ich werde es nachher mal googeln oder wikien oder wie man es auch immer sagt. Also ich habe den Namen schon öfter mal gehört, also so ist es nicht. Und ich habe World nicht wirklich viel gespielt, 10 Stunden oder so. Ich weiß, fand's ja doof. Ja. Habe ich schon ausführlich schon drüber geredet, ne? Mhm. Gut, Drechsel, wir warten alle auf dich. Ja, ich hatte noch mein Glas Cola in der Hand, sorry. Der Weg des Pukai. Man sieht hier auch in der Vorschau schon irgendwelche Monster, die man halt auch erst relativ spät erst machen muss, ne? Ja, auf diesem Ladebildschirm-Dingens da, oder was? Ja. Ja. So, was sollen wir noch jagen? Pukai Pukai. Ah, wo ist er denn? Da. In der Mitte. Hier müsste ich doch sogar, genau, hier habe ich Nebenlager 1. Echt? Ja, du nicht? Hier. Nö, ich habe Nebenlager 2. Wo ich jetzt bin, ist Nebenlager 1. Achso, ich sehe es gerade. Wir sind halt komplett gegenüber. Ah ja, genau. Okay, gut zu wissen. Kann man machen. Erstmal zurück. Ich sehe ihn auch schon. So, Pukai Pukai. Jetzt gibt's auch die Schnauze. Von ihr habe ich schon übrigens eine komplette Rüstung, glaube ich schon. Ich wollte mir halt ein Gift-Set machen, weißt du? Oh, durchgedodged durch das Gift. Was wolltest du sein Set machen? Ja, sein Rüstungsset habe ich schon. Aber ist halt echt nicht stark, ne? Nee, Pukai Pukai ist auch ein schwaches Monster. Lass ihn das nicht hören. Da brüllt er direkt. Sehr gut. Bist du schon drauf? Nee, der Hund ist drauf, ne? Oh, ich habe ihn gerade einiges gebrochen, glaube ich. Oder ich habe ihn sehr doll erwischt. So, von ihm müsste man auch den Schwanz abschlagen können, ne? Sollen wir es in Angriff nehmen? Ja, aber was hast du für eine Waffe? Ich weiß nicht, ob deine Waffe dafür geeignet ist. Dual Blades, ja. Ja, ich komme halt wenn besser ran. Rankommen. Wenn er auf dem Boden liegt, gehe ich halt. Also bisher habe ich von jedem Monster den Schwanz abgetrennt bekommen. Boah, war das knapp. Erfahrener Schwanzabtrenner. Bitte? Erfahrener Schwanzabtrenner. Ja, ja. Vor allen Dingen. Jetzt mein Gegengift. Das hört sich schon teilweise ein bisschen pervers an, wenn du in dem Spiel auch über harte Schwänze und sowas die ganze Zeit sprichst, ne? Ja. Wenn du da an irgendwelchen Schwänzen abblockst die ganze Zeit. Ja, und dieser ist hier ein ganz besonders ekliger. Naja. Oh Gott. Nee, was denn jetzt? Boah, nein! Boah. Meine Güte. Dieses...
Ja, brüll mal. Ist doch gut. Ach, er dreht sich auch genau in dem Moment weg, wo ich an seinen Schwanz will. Er mag das nicht so, ne? So, jetzt bin ich vergiftet worden durch die Schwanzaktion. Wieso fange ich jetzt bei jeder Scheiße an, doppeldeutig zu denken? Du hast jetzt damit angefangen. Ja, es ist so, ja. Ich glaube, er ist weg. Ja. Na, guck mal, jetzt reitet er auch, aber er hat seine Waffe vorher geschärft. Ich glaube, er weiß es nicht, dass man auch auf dem Hund schärfen kann und so. Ich habe meine Waffe gerade auf dem Fußboden geschärft, weil mein Hund einfach nicht weil mein Hund einfach irgendwo anders war. So. Weißt du, welches Monster ich gerne hier hätte? Oh, ich bin drauf. Oh, scheiße, hier ist ein Abgrund. Wie hieß das nochmal? Das große Viech. Diablos? Diablos gibt's hier ja. Ja, ja, ein Diablos gibt es, genau. Wie heißt das andere Viech, was hier generell in der Wüste öfter unterwegs war? Devil Joe. Oder Demon Joe, wie er hier heißt. Den hätte ich gerne. Devil... Ich hasse ihn zwar, aber ich hätte ihn echt gerne. Ich will seinen Schwanz, ja? Ja, warte, da kümmere ich mich drum. So. Ah. Ach Gott, jetzt haut er... Nee. Ach nö, ist auch noch ein Volvidon hier. Wo kommt der Volvidon denn jetzt her? Oh. Boah, Leute, muss das sein? Das hat er gar nicht mitgekriegt. Was? Ach so. Nein! Au! Oh, ich bin gestunt. So, das erste Mal im Kampf jetzt Heilung benutzen. Irgendwo hier muss der... Ach, du bist drauf, okay. Mhm. Jetzt geht auf die Schnauze, du dämlicher Pukai Pukai. Wenn ich was sehen würde. So, die Monsterkämpfe sind auch so dämlich. So, beim Pukai-Pukai ist, glaube ich, alles gebrochen, bis auf der Schwanz. Aber jetzt liegt er wieder schön hier auf dem Boden. Ah, der Schwanz ist auch ab. Alles gebrochen. Okay, sehr gut. Der Volvidon haut ab. Der hat keine Lust mehr. Ja, der Pukai-Pukai glaube ich auch nicht mehr. Oh Gott, Demon Dance in die falsche Richtung, sauber. Den fangen wir diesmal nicht, damit wir genug Zeit haben zum Looten, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Ich sehe nix. Hier geht einiges ab. Oh. Aber dass er immer noch Gift spritzen kann, ja, obwohl sein Schwanz abgehackt ist. Ja. Gott. Mm.
Nicht mehr getroffen. Ja. Gut, das war's. Yay! Ah. Denk dran, den Schwanz auch zu looten. Mhm. Das vergesse ich nämlich auch sehr gerne mal, ne? Ja. Manchmal hau ich den ab und lass ihn einfach liegen. Das passiert mir ganz oft, wenn ich das Monster fange. Dann hat man nicht genug Zeit. Quasi nur 10 Sekunden, um schnell zum Schwanz hinzueilen. Gucken wir, ob der Banzai auch dran denkt. Ja, hat er, glaube ich, schon, oder? An den Schwanz weiß ich gar nicht so genau. Naja, geht zumindest hin, glaube ich. Ja, alles einsammeln. Ja. Mehr liegt hier nicht rum, ne? Nö, ging ja relativ zügig, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, cool, aber so ein paar Online-Monster-Hunter-Runden zwischendurch ist immer wieder witzig. Ja. Immer wieder schön, wenn es ein neues Monster-Hunter-Spiel gibt. Kommen ja nicht so häufig, ne? Ja, ich weiß gar nicht, so alle 2-3 Jahre, würde ich sagen, kommt irgendwie so ein Hauptteil raus, ne? Ja. Also ich finde jetzt nicht so häufig, weil das letzte ist halt jetzt schon, für mich ist halt Generations Ultimate und das ist halt schon ein bisschen her. Ja, gut, klar, wenn du World und World Iceborne auslässt, gut, da habe ich selber Schuld, ne? Dann ist das wohl so, ja. So. Ja, in der nächsten Session können wir mal eine Randale-Quest machen, aber ich glaube, heute habe ich da keine Lust drauf. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Hast du schon mal eine gemacht, ja, ne? Ja, klar, für die Story musstest du eine machen, die habe ich gemacht. Oh, ich habe später auch eine gemacht und das war in 4 Sterne. Oh Gott, ist das. Solo ist ja voll nervig, wenn du halt nur hin und her bist. Ja. Ja, keine Ahnung, der hat mir da auch erzählt von 5 verschiedenen Waffen und so. Ist natürlich auch irgendwie alles ein bisschen umständlich, ne? Habe ich ja schon eine Quest ausgewählt? Ja, ne? Welche denn überhaupt? Königsludrot. Königsludrot, der alte Schwammkopf. Das passt. Was macht der Banzai da? Der hat den Quest noch nicht angenommen. Ich weiß nicht, worauf wartet er? Guck noch. Wahrscheinlich noch optionale Quest noch gerade angenommen oder so. Ach so, das kann sein, ja. Jetzt könnte er mal langsam die Glocke bimmeln. Aha. Mann. Ich habe eigentlich nur damit gerechnet, dass wir heute so maximal bis um 10 spielen oder so, habe ich gerechnet. Ja, gut, ich bin auch später gekommen, ne, weil ich ja das vercheckt habe. Er ist schuld. Ohne Witz, wir haben bis 20 Uhr Abend gegessen. Ne? Normalerweise essen wir um 6 und dadurch ist irgendwie alles... 6:30 essen wir normalerweise und dadurch ist irgendwie auch meine ganze Planung durcheinander geraten. Beziehungsweise mein Zeitgefühl irgendwie auch völlig ausgesetzt. Das habe ich aber auch. Wir essen ja auch immer so gegen 18 Uhr und gucke ich mir meistens irgendwann welche Videos auf YouTube an. Noch nebenbei. Ja. Welches ist sein Symbol da bei der 8, ne? Mhm. Königsdrohne ist ein nices Vieh. Ich glaube, der kam das erste Mal mit in 3 vor. Aber relativ leicht zu lesen ist das Ding. Ja. Ich weiß, bei ihm sieht es ganz lustig aus, wenn sein ganzer Schwamm nachher zersplittert ist, ne? Ja, das stimmt. Was mir halt ein bisschen fehlt, sind Unterwasserkämpfe, ne? Gegen den Königsdrohne konntest du auch unter Wasser kämpfen. Ja, boah, furchtbar, ey. Gott sei Dank haben sie das wieder abgeschafft. Nee, ich will die zurückhaben, Mann. Nee, auf gar keinen Fall. Doch, das war voll cool. Nein, das ging gar nicht. Da sind wir eine andere Meinung. Ich hätte echt Bock, die nochmal wieder zu machen. Klar, die Steuerung ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man einmal raus, dann geht das halt durch, ne?
Oh. Aber ich fand sie jetzt nicht weniger intuitiv als die normale Steuerung. Ja, ich glaube, ich wusste nie, wo ich da im dreidimensionalen Raum irgendwie genau positioniert bin. Das fand ich so nervig. Das kann leicht passieren, ne? Unter Wasser? Ja. Nein. Ja, einmal alle überrollt. Meine Fresse, was ist mit diesem Vieh gerade los? Und jetzt bin ich auch noch. Bin gestunt. Ach, guck mal. Sein Schwamm ist sogar schon gebrochen, wa? Ja. Wo will er jetzt hin? Einmal umkreist oder was? Gut. Chuck macht das richtig. Der geht immer schön auf den Schwanz. Ja, will ich eigentlich auch. Der soll auch ab. Ja. Was ist bei ihm so hart? Ist das der Bauch? Weiß ich nicht. Vielleicht die Kralle? Aber der Schwanz, da machst du nicht viel Schaden, ne? Nur weiße Zahlen bei mir. Ja. Hast du schon grüne Schärfe? Nee. Bin noch bei gelb. Achso, vielleicht liegt's daran. Ja, ich muss mich jetzt auch dringend mal um ein paar mehr Waffen und Rüstungen und so ein Quatsch kümmern. Oh nein, jetzt hat er mich auch noch mit seinem komischen Wasser erwischt, Alter. Oh. Jetzt rollt er mich auch noch kaputt. Beim nächsten Mal, wenn wir aufnehmen und Chuck wieder dabei ist, dann muss er unbedingt in mit den Voice rein. Ja, auf jeden Fall, alter Kacknoob. Meine Güte. Ich denke auch, er entkommt uns. Oh, nicht getroffen beim Abspringen, Mann. Ja, tut weh, ne? Du dämlicher Lappen. Du Schwamm. Oh, ich bin drauf. Schon wieder. Kannst du uns damit eigentlich angreifen? Das wäre ja mega witzig. Ne, ich glaube nicht, ne? Das wär ziemlich witzig, wenn du uns einfach dann mit diesem Viech einfach angreifen könntest. Stell mal vor, einer geht rauf und greift uns einfach ganz halt an. Der Schwanz kann doch auch abgehen, ne? Ja. Bin da schon dabei. Jetzt dreht er sich natürlich in dem Moment um, wo ich sagte, ich bin dabei. Sag mal, ist das dein Ernst? Ich möchte nicht eine Rübe angreifen. Alter, der dreht halt immer seinen Kopf zu mir. Ja, das ist auch alleine voll nervig, ne? An den Schwanz dran zu kommen. Aha, jetzt ist er aber ab. So, jetzt kann man ihn auch mal mehr da angreifen, wo es auch weh tut. Wenn man nicht durchrutscht die ganze Zeit. Was kommt da an hinter mir? Ich höre irgendwas brüllen. Hier ist auch ein Rad hier in der Nähe. Nee, Azuros kommt da an. Achso. Aber beachte, ist ein Rad hier. Überhalb. Ach, dieser. Ja. Ey. Er ist eigentlich übrigens schon wieder fangbereit. Also ich sehe es immer nur links unten. Rechts oben sehe ich es gar nicht, ehrlich gesagt. Jetzt gerade im Multiplayer auch übrigens nicht. Es sind seine Beine, glaube ich, die so hart sind. Autsch. Ach komm bitte, Alter. Es ist doch nicht normal. Null Bären. Ja, mach du mal. Mit dem dieses Ding. Ich bin gespannt, wenn wir gegen die Größeren kämpfen, gegen diese Mistviecher von Magna Malo. Ja.
Wie fandst du den eigentlich beim ersten Mal? Ja, es geht eigentlich. Also klar, der ist schon irgendwie stressig, weil er viel Action macht und auch dieser Lila... diesen Lila Debuff da macht, wo du dich ab und zu mal mit deinem Seilkäfer rausretten musst. Nein, aber ich fand ihn jetzt nicht mega schwierig. Also mich hat er beim ersten Mal extrem gefordert. Ja? Ja. Also der war... das kann ich jetzt noch nicht mal so sagen. Der hatte sogar noch einen Revierkampf mit Ratia noch zwischendrin. Oh Gott, da habe ich ihn noch erwischt und hau da wieder ab, immer noch ab. Ja. Du kannst ja auf deinen Wolf auch mit A aufsteigen, wenn du A gedrückt hältst, ne? Das stimmt. Und du neben dem stehst. Wird einem aber auch nicht verraten, dass du den Knopf gedrückt halten musst, ne? Sie sagen nur drücke A, genau wie bei der Karte. Drücke Minus. Ach scheiße, doch, hier kommt man doch her, oder? Wo er jetzt her ist. Ja, als Banzai Chaka, in dem Fall, falls er es nicht weiß, habe ich auf mein Pferdi mal, auf mein Doggy mal geschärft. Ja, vor seiner Nase. Ich weiß nicht, ob er es registriert hat. Wo laufe ich denn eigentlich hin? Er wäscht sich hier am Wasserfall. Ach so. Ach, scheiße. Absteigen verkackt. Jetzt geht es bei mir das blaue Symbol oben rechts. Ja, stimmt. Jetzt ist es bei mir auch. Wahrscheinlich, wenn er einmal die Flucht ergriffen hat oder so. Er ist hier die ganze Zeit am Wasserfall und macht gemütlich weiter, während ich ihn schon beacker. Ja. Duscht er weiter. Auch nicht schlecht. Für die drei volle Kombos durchziehen. Es geht nichts nicht wichtiger als Hygiene heutzutage. Ja. Oh. Boah, dieses Vorderbein, wo man immer abprallt, ne? Super nervig. Boah, Problem habe ich nicht. Ja, gut, dann aber ich bin auch der mit zwei Zinokre-Platten, ne? Mit zwei was? Mit zwei Zinokre-Platten. Ja, ja, ja. Da hast du Spaß dran, ne? Ja, so wenig. Oh nein! Gut, das war Karma jetzt. Das war's, sehr gut. Jo, sehr schön, Königsgudrot. Ja, haben wir noch Zeit für ein Monsterchen, würde ich sagen. Ja, ne? Na, schwammige Haut. Sprintextrakt. Ah, bei manchen größeren Monstern kann man sogar reingucken, Alter. Lag hier nicht gerade noch irgendwie so ein Kabeljau oder so irgendwo rum? Naja. Keine Ahnung. Achso, ich muss einmal natürlich noch ein Like geben. Ja, das Wichtigste vergisst du natürlich, ne? Unfassbar. Good job, Buddy, sagt sie. Nichts Besonderes. Geht bekommen. Aber ein Freundgutschein, was machen die denn? Ich weiß es nicht. Wirst du wahrscheinlich auch im Zweifelsfall, um irgendwas zu craften oder so benutzen können. Ja, vielleicht kann man damit wahrscheinlich in der Kantine oder sowas bestellen. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch später. Das. So, kommt jetzt mal langsam was Interessantes. Komm. Eine Horde randalierender Monster. Oh, jetzt habe ich wahrscheinlich die dringende Quest hier freigeschaltet. Wenigstens muss ich hier die Texte nicht vorlesen. Ich skippe sie einfach weg. Das ist gut so, ne? Hm? Ja, ja. Jo, jetzt kommt ein Barot. Mein Nemesis. Der hat mich das erste Mal gekillt im Spiel. In diesem hier? Ja. Ja, zu Barot hege ich generell irgendwie ein besonderes Verhältnis, weil ich habe ja Tree Ultimate war mein erstes Monster Hunter, ne? Mhm. Und der war so eins der ersten Monster, wo ich, glaube ich, die Rüstung von haben wollte und dann bestimmte Teile von ihm farmen musste und ihn auch den Kopfkranz da abschlagen musste, ne?
was nicht so ganz einfach ist beim Barot als Anfänger, weil der Teil halt einfach mal super hart und super hoch ist, ne? Ja. Und deswegen, weil das so meine erste, das war halt meine erste richtige Begegnung mit dem Monster Hunter, Monster Farm etc., Teile abschlagen, deswegen ist mir der irgendwie auch in besonderer Erinnerung geblieben von Monster Hunter 3 Ultimate letztendlich. Ich weiß nicht, welches Monster ich mir gut in Erinnerung geblieben ist. Auf jeden Fall ist Lagiacrus mal in meine Erinnerung geblieben, weil das war das erste große Wasservieh. Also ich schwimme da ganz so ruhig, bin nach Perlentauchen oder was weiß ich, was ich da gesucht habe. Und plötzlich kommt das Ding um die Ecke und erschreckt mich halb des Todes. Was meinst du, wie schnell ich da aus dem Wasser wieder raus war? Und das war noch halt zu Wii-Zeiten, weißt du? Ja, mit 3 Ultimate, also mit Wii habe ich 2 gespielt, sehr viel. Aber halt wirklich richtig viel erst mit 3 Ultimate. So. Hast du manches Mal auch so ein Déjà-vu auf den Maps? Manche Teile von Maps erinnern einen doch schon an älteren Spielen aus anderen Map-Bauteilen oder so. Das kann durchaus sein, ja. Keine Ahnung. Ich bin einfach eben rüber gesprungen. Welches der 3 Symbole ist denn der Barot? Ach doch, das hier, ja. Doch, dann bin ich sogar richtig hier. Ich muss unbedingt mal noch hier alles erforschen. Mal ein paar Sammelquests machen oder so. Hi Barot! Was geht ab, mein Bester? Ich wünsche dir ein nicht langes Leben. Das wünschen wir ihnen, glaube ich, alle. Ach Gott, das hat mich erwischt. Okay, macht mir halt quasi kaum Schaden. Sehr gut. Aber wahrscheinlich kann man seine Kohle brechen, die jetzt mittlerweile leichter durch die Wand schmettern oder so. Also gegen die Wand schmettern. Das kann sein, ja. Oh, ich glaube, ich bin hier im... Wo bin ich? Ah, ne. Ach Gott. Boah, warum muss hier so viel Schlamm rumliegen? Ist ja furchtbar. Ich bin ja mal gespannt, wer der Erste sein wird, der hier bei uns in der Gruppe stirbt. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Aber das werde ich sein. Da bin ich so ein typischer Kandidat für. Die Dampf- und Schlammlok, echt. Oh, lass mich. Ich will mich doch nur heilen. Ich stehe unter seinem Bein und schaffe es nicht, meine Seilbinde-Attacke auf ihn drauf zu kriegen. Wie kann das sein? Schlamm. It's angry! Die Kampfrufe sind irgendwie auch manchmal lustig. Ist mir nie so aufgefallen, dass die, wenn man im Multiplayer ist, hat die sich gegenseitig so Sachen zu rufen. Ich hab den Ton eh fast aus. Ich höre das nur ganz leise. Ja. Und ich habe ja sowieso bei mir Monster Hunter Sprache eingestellt und nicht Englisch oder so. Ach so. Habe ich schon immer gemacht, deswegen. Bin ich schon gar nicht mehr anderes gewohnt. Ah, komm, steh auf! Nein! Ich schwör's dir, bei dem bin ich der Erste, der stirbt. Ah, hier ist Gegengift Kraut, aber ich brauche nicht. Wow. Oh, please. Na klar. Ach komm, jetzt nein, ich will doch nur meine Waffe schärfen. Ja, Gott sei Dank.
Ich muss langsam auch mal wetzen. Oh, das war eine gute Blitzbombe. Wer hat die denn gemacht von euch? Chuck wahrscheinlich. Der Einzige, der hier das Blitzbombe wirft. Ich hab fast nie welche mit. Der alte Angeber, ne? Ja. Er denkt sich auch so. Ich zeig mal den Profi. Ich zeig mal den Anfänger hier, wie man Profi das macht. Ja. Ich hasse solche Leute. Ja, lass uns ja einfach kicken gleich. Wenn man sprintet, kann man aber nicht schärfen, nur bei normaler Reitgeschwindigkeit. Ja, genau wie sammeln. Wenn du sprintest und sammelst, wirst du wieder langsam. Ja. Oh, ich bin truff. Ja gut, Krone oder Schwanz? Wo wollen wir zuerst drauf gehen, wenn er jetzt gleich liegt? Schwanz. Okay. Ich habe eh keine andere Brechwaffe dabei. Ah. Ah, war nur so semi-gut, meine Schwanzattacke, aber ein paar Hits habe ich gemacht. Ja, Schwanzattacken müssen koordiniert sein. Ja. Ah. Achso, er kann ja gar nicht wegreiten. Gut, das hab ich jetzt den... Dings getroffen. Ah, ich glaube, der Schwanz ist ab, oder? Ne, doch nicht, war irgendwas anderes. Mann, ich hau auch die Gasse drauf, ne? Das klingt halt aber auch nichts. Entschuldigung, ich glaube, ich habe dich gerade geschlagen. Ja, das ist ja auch was, was du gerne im Kampf machst. Und diesmal hast du mich beim Waffenschärfen abgebrochen. Echt? Ja. Es tut mir leid. Och nein! Mitten bei der Seilkäferaktion. Er ist wütend. Oh Gott. Okay, so langsam muss ich mich heilen wieder. Das erste Mal im Kampf, dass ich mich heile. Na, ich versuche so ein bisschen auf den Schwanz zu gehen. Dafür muss ich mich dann deutlich öfter heilen. Ja, ich habe jetzt nur hier von diesen Käfern Heilung geholt, die unterwegs rumliegen. Ja, okay. Wenn er nicht dauerhaft jetzt umdrehen würde, würde ich gerne auf seinen Schweif gehen. Ja, ich gehe ja auch die ganze Zeit schon auf seinen Schwanz. Er ist halt so hoch. Ja, ich weiß, das ist das Problem. Mann. Nein, wenigstens ab und zu mal treffe ich den Schwanz gar nicht getroffen. Ja, das Problem ist halt, du hast halt so kurze Klingen, ne? Wenn er oben ist, kommst du halt dran. Ja, klar. Ja, das ist doch nicht mehr das Schlimme, ne? Das Schlimme ist dieses ständige Um- und Wegdrehen mit seinem Schwanz. Das nervt halt so hart, ne? Da kann er quasi kaum was machen. Also, der hat so einen wendigen Schwanz, so einen kleinen Flinken, ne, einen großen Flinken. Ab. Aha, da ist er doch. Sehr schön. Jetzt habe ich schon mit dem Bärrautschwanz gelootet, obwohl ich es gar nicht wollte. Normalerweise greift er ja auch immer direkt an, wenn du direkt vor den Schwanz looten willst. Bist du der Erste, der wegfliegt davon. Oh, gut. Oh Gott. Oh, jetzt kommt die Krone dran, ne? Ja, mache ich so 1 bis 2 Schaden dran an der Krone. Ja, ich 6, aber es bringt halt auch nichts irgendwie. Aber ich habe Explosionsschaden. Eventuell kann ich da, wenn ich genug angesammelt habe. Ich habe 100 Explosionen an seinem Kopf gesehen. Eventuell kann ich da was deichseln.
wenn ich da... Jo, ich glaube, sie ist gebrochen. Oder zumindest angebrochen. Also lassen wir mal wegkumpeln. Ich möchte, wir können ihn ja, wenn er gleich irgendwo sich hinlegt, mal festlegen. Ich weiß nicht, ob er da schon den Schwanz gelootet hat. Der liegt noch hier, ne? Ich habe. Obwohl ich eigentlich nicht wollte. Normalerweise macht man es erst hinterher. Ja, du bist einfach unkollegial, ich weiß. Du lässt die anderen weiterkämpfen, während du schön lootest. Er schläft. Ja, gut, dann lass den Banzai vielleicht mal eine Bombe an seinem Kopf stellen. Hab ich hier dabei. Und? Ach, du hast auch welche dabei. Boom. Nee, Bomben gehören auch nicht so zu meinem Repertoire. Na gut. Sein Kopf ist übrigens gebrochen, so wie es ausschaut, oder? Ja, ich weiß nicht so ganz genau. Zumindest angebrochen. Bricht die nicht in zwei Phasen? Ich weiß es nicht so genau. Ich weiß auch nicht. Ich habe wieder zwei Fässer gerade neben ihm gelegt und dann habe ich explodieren lassen. Ja. Ja, ist auch letztendlich egal, aber ich weiß nicht so genau. Wir sehen ja gleich, ob wir eine Krone bekommen. Dreimal Barottpanzer. Drechsel ist am Dung einsammeln. Natürlich, Dungbomben gehört auf jeden Fall zu meiner Standardausrüstung. Echt? Ja, auf jeden Fall. Wenn du irgendwie ein Monster am Bekämpfen bist und dann greift eine Ratian oder so ein, dann werfe ich lieber mal eine Dungbombe. Obwohl ja in dem hier Monster Hunter Rise ist es ja sogar vorteilhaft, wenn ein Monster eingreift, ne? Zumindest bis sie sich einmal richtig bekämpft haben, dann kann man sie wegschicken, ne? Ja, die hauen ja eh ab, sobald du sie einmal benutzt hast. Ja, auch das. Also meistens. Ja. Jo, sind wir aber fertig für heute, würde ich sagen. Wir sind fertig, ja. Das war doch mal sehr interessante Jagd. Wir sind alle Jäger Rang 2, außer ich bin Stufe 3, aber auch nur, weil ich halt diese Dinger da gemacht habe. Ich dachte, die gehören halt zur Story dazu, halt, weißt du? Es wird ja doch gesagt, was das ist. Ja. Aber wenn du halt die annehmen kannst im normalen Dorf, weißt du, denkst du auch so, ja gut, dann mach ich die. Ja. So, es war mir auf jeden Fall ein Fest, Miku. Mir auch. Ich hoffe, euch auch. Ich glaube, an dieser Stelle sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.